Hier gibt es sie noch, die Sachen aus der guten alten Zeit. Eine Schürzenverkäuferin wartet auf der Auer Duld in München auf Kundschaft. Oje, oje. Ein Schürz verkaufe ich jetzt 40 Jahre. Und ich habe mir 40 Jahre durchs Leben gebracht. Und jetzt ist es halt schlechter geworden. Jetzt habe ich nur einen Beiartikel, dass das mein Geschäft noch ein bisschen hebt. Das kennt der Kandidat sein, die Frau da. Kann ich mir was helfen, die Dame? Schürzen scheinen sich nicht mehr so gut zu verkaufen. Die Ausstellung zeigt, dass das nicht immer so war. Bis in die 60er Jahre mussten Mädchen in der Schule Schürzen nähen und sie dann im Unterricht tragen. Schürzen waren die Dienstkleidung der fleißigen Hausfrau und Mutter. Gerne wurden sie zu Weihnachten und zum Muttertag verschenkt. Und hier in der Ausstellung gibt es sie noch, die Frauen, die die Kittelschürze tragen. Zumindest im Film. Daheim trage ich immer Kleiderschürzen. Ob das Weihnachten ist oder Ostern oder Pfingsten, das ist mir gleich. Der jüngeren Generation sind Kittelschürzen absolut fremd. Das zeigen die Fotos im unteren Stock der Ausstellung in Neichen. Schöne Schürzen haben wir, ja? Die Schürzenverkäuferin auf der Auer Duld hat keinen Fang gemacht. Erstmal. Erst 3 Kittelschürzen hat sie an diesem Tag verkauft. Jetzt wäre es wichtig, dass die Kundin zuschlägt. Das wird schon passen, der Mama. Das ist halt so, wie man es braucht im Alter. Wie man es braucht, genau, im Alter. Genau. Die beiden nehmen. Die 2. Ja. Die Schürzen sind für ihre 87-jährige Mutter, nicht für sie selbst. Vielleicht, wenn ich mal nochmals 10 Jahre älter bin, dann vielleicht ja. Hausfrau sein, immer Schürze tragen, das war einmal.